Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder in unserem schönen Ebelsbach. Ja, der Mauer hat mich mit Gras beliefert, der hat seine Kohle bekommen, ne? Alles prima, alles toll. Prima. Ah ja, wie gesagt, wenn noch was ist, ich nichts höre vom Ludwig, dann ja, immer wieder gerne, ne? Ja, ich würde mal bei dir zuerst anrufen und dann, Genau, wenn du was vielleicht, weißt, dann. ich weiß ja meistens, wenn der Ludwig was braucht oder so, weiß ich ja meistens vorher schon. Der fragt ja Okay. meistens vorher schon an, bevor er gar nichts mehr hat, ruft er mich vorher schon an. Okay. Das ist kein Problem. Ja, dann Dann danke alles ich dir klar. auch und schönen Tag noch, wa? Ja, mache ich. Okay, tschüss. So, jetzt der wartet sich ja schon auf mich. Eieiei. Ah, Ludwig, Ludwig, Ludwig. Was denn der? Ah, ja? Jo, Ludwig, Blume hier. Olaf, wie sieht's aus? Ich komme jetzt mit dem JCB geflogen. Hey, ich bin hier oben beim Händler. Beim Händler, okay. Ich komme. Ich warte auf den Lieferung von dem Ladewagen. Also, du hast gar keinen jetzt bei dir im Hof. Nein, nein. Okay. Da komme ich auch dahin, ne? Ja, mach das. Alles klar. Bis gleich. Hallo, Blume hier, Blume Landhandel, hallo? Moin Blume. Jo, juppa di, juppa da, was ist los? Hier liegen die Lager. Ah, okay, ja. Nee, was bringt mir denn jetzt wegen der Kohle? Ah ja, wenn du mir was bringst, dann willst du ja Kohle haben dafür, oder? Dann willst du mich verlaufen. So, ja, nee, bringt kannst du immer. Schreib dir nur auf wie viel und dann gucken wir mal. Ich weiß nämlich jetzt den Preis im Moment dann auswendig. Ich bin jetzt mit dem JCB unterwegs, der hat ja die Allradlenkung, der hat mich schwer zu fahren. Ich jetzt mit dem Tablet hier rumfummeln. Ja, dann lass du Ne, ist kein Problem, ne? Das können wir machen. Wie denkst du mit Gülle oder so? Gülle kaufe ich auch, ja. Weil machen wir Dinge ab. Ja, da müssen wir gucken, ob ich auch Gärreste da reinfliege. Ich glaube, du hast die Baupläne gehabt damals. Das sind Gärreste. Kannst du mal dein Papier noch nachgucken, ob das Gärreste ist? Warum er extra links wird, extra Lager? Kannst du mal gucken, ich bin jetzt gerade hier beim Händler, dann ruf mich nachher wieder an. Ne? Ja, aber wie gesagt, Jo. Ich würde halt irgendwo noch auch mit der ist einfach kostenlos, das geht einfach auf mich, das Geld. Ja, da ist ja eh für. Ihr gehört ja nicht mir, ist ja Gemeinde, ne? Ja, klar, geht ja hier auf mich. Alles klar, kein Problem. Okay, bis später dann, ne? Jo. Mach's gut. Jo. Jo, moin Ludwig. Tag Olaf. Jo. Aber ich weiß nicht, wo der Händler ist. Ah, guck mal da. Okay. Hast du die gekauft oder was? Na? Hast du die gekauft oder was? Als Vorführer vom Plan. Servus. Okay. Warte mal gerade. Hallo, Blume Landhandel, Blume, hallo? Ja. Jo, servus. Landstraße, bei Feld 88 und guckst so in den Wald. Ja. Also beim Fahren habe ich so in den Wald geguckt, da sehe ich hinten so ein grünes Güllefass rumstehen im Wald. Oh. Grünes Güllefass? Ludwig! Grünes Güllefass? Ja, grünes Güllefass gefunden worden. Andi hat dann irgendwo steht das? Wir stehen gerade auf der Bundesstraße bei Feld 81. Ja. Wenn du von da sozusagen in den Wald reinguckst, sieht man ein grünes Güllefass rumstehen. Im Wald? Ja, da ist so ein kleiner Bachlauf. Ja, den. Ach du Scheiße, kommt das denn da hin? Das ist unser Güllefass. Oha, das wäre cool. Oder fahr doch einfach mal hier, kommst einfach mal. Ja, Moment, wir fahren doch eben. Wo ist das Feld, wo wir Stroh holen? Genau, wir kommen eh gleich dahin, da können wir mal gucken. Okay. Ja, er klettert noch ab hier mit dem Ladewagen, den wir gemietet haben hier, da kommen wir eh hin. Ja? Wir kommen dann da gleich, ne? Aber ich danke dir, Andi, ne? Ich bin dann später wieder, ja? Mach's gut. Tschüss. Ciao.
Puh! Alter Schwede! Ja, Olaf, dann hängen wir an hier, das gute Ding. Jo. Welches soll ich holen? Ist egal. Pack ich den hier. Packt man hier ZB das überhaupt? Ja, so schade. Alter, das wäre cool, wenn das nur Gülle fast wäre. Jo. Jo, scheint wegzukommen. Alles klar, alles gut. Passt. Darf ich da? Ja. Wenn ich fertig bin, ruf ich sie an, ne? Alles klar. Ludwig! Jo! Ich musste meine Lenkung umstellen. Mit Allradlenkung wird das hier nichts. Zumindest nicht auf der Straße. Dann hau ich mit den Rädern immer hinten an den Deichsel ran. Das wird nichts. Ach, du fährst mit deinem? Okay. Ach, du hast sie für mich jetzt gemietet. Halt dich fest. Wir hatten doch auf der Messe da beim Glas, weißt du noch, hier bei den alten Händlern, da hatten wir doch zu dritt Kühlefass gekauft, weißt du noch? Da war so, da bin ich gerade weggefahren, ne? Da war das ja. Genau. Ja. Richtig, genau. Ja, genau. Du hast Schwabchen und wir haben wir gekauft, genau. Also haben wir jetzt mit dem Ackerbauern und Ludwig und ich zu dritt. Das war ja weg, wie wir am Hof waren, ne? Ja, das war weg, das ist ja. Halt dich fest. Der Mauer hat mich eben angerufen. Er war bei der Landstraße da, weißt du, bei sich bei Schafland. Guckt so wenigstens in den Wald rein. Und ja, was sieht er da? Ein gutes Kühlefass. Okay. Jetzt bin ich hier mit Ludwig am Strom aufladen. Pass auf, ich wollte jetzt keine Spuren vermischen, nichts. Jetzt habe ich gedacht, du hast auch ein bisschen Polizei ermittlungsmäßig. Guck dir das mal bitte an. Das muss irgendwie, weißt du, wo die Landstraße ist beim Schafhof, ne? Da vor dem Wald ist doch so ein Bachlauf. Ja. Da muss das stehen. Kannst du auch beim Mauer mal vorher vorbeifahren, der weiß ja genau, wo das ist. Ja, nee. Da können auch mehr Leute einsteigen und so. Ja, kannst ruhig kommen. Und wir laden doch das Stroh auf und dann fahren wir gucken hin, ne? Ja, ich fahr doch mal hin, ne? Du kannst ja mal beim Mauer vorher gucken, falls wir noch in der Tennis sind hier. Der kann dir zeigen, wo das ist. Also, meiner Meinung nach, da läuft ein Bachlauf vom Wald. Also von den Wiesen von ihm aus, vom Schafhof Richtung Wald, da läuft schon ein Bachlauf. Da irgendwo muss das stehen. Aber im Bach, ich weiß. Ja, im Wald steht's, hat er gesagt. Da muss ja über die Bach sein. Nee, das. Also, so viel ich weiß, der hat ja keine Gülle gehabt. Ja, der Dings, ne? Da kann schon mal nichts passiert sein. Nee, Ludwig hat nochmal keins verkauft gehabt. Deshalb. Da kann nichts gewinnen. Ich habe nichts verkauft und Ludwig auch nicht. Also kann nichts drin. Genau, fahren wir zum Mauer und der soll mal zeigen, wo das ist. Und wir kommen danach gleich. Wir sind noch am Laden hier, Stroh. Achso, bist schon hier. Alles klar. Frag dir mal, wo das genau ist. Und ja. Genau. Dann melde ich nochmal, ne? Warte ein bisschen. Hier war also, ich auch mit dem GPS mal geguckt, da war noch einer in der Nähe, warte mal. So. Ich denke da mal auf, ne? Jo. Bis gleich. Alter, das wäre ja geil. Wir müssen unbedingt gucken. Das wird. Ja. Bleibst du drinnen? Der Junge ist unterwegs, der ist schon beim Andi gleich. Der guckt mal, ob das wirklich so ein Ding ist. Jo. Alles klar.
alles an Stroh oder kommt da noch was? Nu? So, wie sieht aus hier? Was ist los? Guten Tag! Olaf, wie viel Platz da drinne? 29, 130. Dann machen wir auf 29 runter. Okay? Jo. Genau. So. Ganz kurz zusammenrechnen. Insgesamt sind es 60.000 Liter, ne? Genau, 60.000. Dann muss ich jetzt... So, 60.000, was muss ich dir überweisen? Ich würde jetzt Literpreis machen, also pro 1.000 Liter 230 Euro. Okay? Was? Was? Was war das? 230? 230 pro 1.000 Liter. 330 pro 1000 Liter. 230, Leute. 230, Alter. Das war viel. Lass mal gucken, wie stehen die Aktien denn überhaupt? Alter Schwede. Lass mal gucken. Was hast du jetzt? Stroh, ne? Ja. Steh das mal schön an. War schon nett. Junge, 200. 200 ist gut, ey. Ja, okay, dann 300. Okay. Okay. So, ich rechne aus. Oder kann einer von euch rechnen? Ja, ich, wie viel hast du jetzt? 200 pro? Wie viel hast du gekauft 60. Jetzt? 60. 60 mal 200. Wo ist eigentlich ja klar? 60 12, mal 12.000. Ja, dann passt. Machen wir. Also wie viel, was kriegst du jetzt? 12.000. Ich ruf den Dings mal an hier, ne? Den, was, 12.000? Jo. 12.000 Euro kriegst du jetzt für 60.000 Liter Strom? Na, ist ja ordentlich, was nicht. Ich ruf den Mauer an, ne? Kommst gleich, den Jupp an, ne? Ja, ja. So, den Jupp mal anrufen hier, was da los ist jetzt. Ja, wer ist denn hier? Jo, hier, Blume hier. Sag mal, wir sind fertig hier mit dem Stroh. Achso. Wo bist du? Ich bin gerade hier hinten schon bei Patrick und wir waren doch schon da. Wer war da? Ach, nicht bei Patrick, ey, das war so ein scheiß Bruder, Mann. Der heißt doch hier, wie heißt der? Der ist noch neben mir. Wie ja, Herr Mauer, Andi. Genau. Der Andi. Andi. Mein Name ist immer noch Andi. Andi Mauer. Ja, sorry, dein Bruder, dein Cousin, was weiß ich. Sorry, bin ein bisschen durch den Wind. Alter, dir. Du und deine Namen, ey. Mein ja, sorry. Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall, Olaf, das ist es, ne? Also, wir haben ihn gefunden. Echt? Ja, komm mal abholen hier oder so, ja, wenn wir zu Fuß kommen oder was? Oder mal am besten, ich weiß nicht, wie wir es am besten geborgen bekommen. Muss mal gucken. Wir ja. Können manchmal ins Auto reinspringen, wir können direkt zum Vater. Ja, komm schon holen hier. Ich hol ihn hier. Ah, hier, okay. Also da. Super. Ja, ich guck mal einen schönen Jutsch hier an. So. Lutz, ich steig ein hier. Lass die Karre stehen, steig ein. So. Komm, renn in die Buchse hier. Ich kann ausmachen, warte. Nicht hocken, hier muss ich beten, vorm Auto. Oder so rein. Ich glaube, andere Seite, oder? Ja, passt. Ja, so, wirklich, es geht los und der Güllefass ist da. Prima. Ich hab schon so ein Bild bedenken, ey, Olaf. Ja. Aber wo wir das finden und wie wir es finden und wie wir es rausholen und was passiert, das klären wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Kommt noch mal an Teamspeak vorbei, mit uns zu labern, schreibt einen Kommentar unter die Videos und. Schaut auf Facebook vorbei. Bis dann. Tschüss.